Hiermit genehmigt wurde. Liebe Ortsansässige, keine Angst. Über Nacht quasi haben sich engagierte Mitbürger von Roth keine Kosten und Mühen gescheut und quasi eine Zeltstadt hier entlang der Hauptstraße errichtet, um den ganzen Zustrom von Alltagsflüchtlingen aufzunehmen. Diese Zeltstadt nach erster Schätzung kann für 30.000 Personen locker aufnehmen, mit verschiedenem Speis- und Getränkeangebot. Diese Aufenthaltsgenehmigung gilt allerdings nur für 2 Tage. Die Anschlussunterbringung sollte in der eigenen 4 Wände stattfinden. Nächstes Jahr um die gleiche Zeit kann beim Kerwe-Gemeinderat wieder ein Einreiseantrag gestellt werden. Und damit wir mit so vielen unterschiedlichen Leuten, wie wir es heute zu tun haben, mit so vielen Zuschauern, dass wir da jemand hätte, der den Überblick hat, ist es nun die Aufgabe vom Kerwe-Gemeinderat, einen Kerwe-Bürgermeister zu wählen. Damit habe ich Unterstützung beigebracht, nämlich 2 Parteien, einmal die Gelben. Ja, und einmal die Blauen. Nochmal proben. Also einmal die Gelben. Und nochmal die Blauen. Gut. Jeder hat aus ihrem reinen Kandidat würdig befunden, dieses Amt zu übernehmen. Und jetzt darf jeweils ein Sprecher von den beiden Parteien hier ans Mikro treten und die Vorzüge seines Kandidaten zum Besten. Dieser Film wird unterstützt durch Stuhl 24 in Wiesloch. Stuhl 24 für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Fudis in Ladenburg. Also unser Kandidat, er ist seit 20 Jahren Sportler. Und ich bestens trainiert, um die 2 Käbe-Dee fit durchzuhalten. Außerdem ist er von oben geschickt worden und hat den Überblick über das ganze Käbe-Gelände. Dazu kommt noch, dass er sich bestens auskennt im Ehrenamt, denn er ist schon mehr wie 29 Jahre aktiv im Ehrenamt bei Vereinen tätig. Was noch wichtig ist, er hat keine Angst vor großen Tieren. Außerdem ist der Kandidat schon über 20 Jahre verheiratet mit einem Fußballer vom FC Roth. 30. Wow. Jahrzahl steht nicht drauf. Aber ich hoffe, dass er Stimme kriegt. Der FC Roth ist ja nicht neu. Also mir ist der ja auch genug Stimme kriegen. Bitte ich einen Sprecher der Gegenpartei, der schon hinter mir steht, die Vorzüge seines Kandidaten zu verlesen. Also das, was der jetzt erzählt hat, das kann mein Kandidat schon lernen. Also mein Kandidat ist bestens geeignet, denn er sieht gut aus. Darüber hinaus setzt er ein klares Zeichen für die Frauenquote.
Denn er ist eine. Die besagte Person hat Erfahrungen in öffentlichen Auftritten. Die spielt nämlich im Theater. Sie könnte sich auch um den neuen Kooperator der Seelsorgeeinheit Dr. Michael Hettich kümmern, denn oft spielt sie eine katholische Haushälterin. Was noch zu erwähnen ist, die Person hat Erfahrung mit der Roda, die feiere Wolle, denn die saß jahrelang am Faschingssonntag in Malsch in der Halle in der Kass. Also, gebt meinem Kandidat die Stimme. Danke. Ja, ihr zwei Sprecher, das klingt ja alles wunderbar, nur uns hätte er vergessen. Wer ist jetzt eigentlich die Kandidat oder Kandidatin von euch? Ja, das hätten wir ja vergessen. Also, mein Kandidat ist die Waltraud. Also ihr jetzt beide die gleiche Kandidatin rausgeliehen. Ist das richtig? Jawohl. Also gut für alle. Sie waren sich diesmal ziemlich einig anscheinend. Liebes Kerbevolk, verehrte Gäste aus nah und fern, begrüße Sie alle sehr herzlich zur 37. Roter Straßenkerbe. Ein besonderer Gruß gilt natürlich wie jedes Jahr der Ortsvereinsvorsitzenden Ulrika Lavinger-Erhardt, dem Bauhofteam mit Herrn Wolfram Back an der Spitze, der Musikkapelle St. Leon Roth und stellvertretend für alle Schausteller und Marktleute Herrn Willi Lovinger und wir haben es eben gehört, natürlich auch unserem Bundestagsabgeordneten Karl Klein. Herzlich willkommen. Auch dieses Jahr sind wieder viele Höfe geschmückt und für die Bewirtung bestens vorbereitet. An den Straßenrändern wurden viele Stände und Zelte aufgebaut. Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen und Helfer sowie die Vereine und deren Vorsitzenden. Für die kommenden Tage übergibt der letztjährige Regent Benjamin Heinzmann die Verantwortung, wir haben es gehört, an Waltraud Schneider vom Hundeverein. Ich wünsche ihr eine glückliche Hand im Umgang mit dem Kerbe-Gemeinderat und dem Kerbe-Volk. Ich darf mich auch hier den Worten des Kerbe-Bündels Sandritter nahtlos anschließen. Damit Ihre Regentschaft gleich mit einer guten Nachricht beginnen kann, darf ich an dieser Stelle die frohe Botschaft verkünden, dass kein Kerbestand und Kerbezelt nach Beendigung des Festes abgebaut werden muss. Wir haben ja gehört, was für Kapazitäten diese Zelte und Stände haben. Und ihr habt ja auch schon alle das Gerücht gehört, dass bei uns in der Gemeinde bereits 200 Flüchtlinge angekommen sind, um deren Phantomleben an unsichtbaren Orten in St. Leon Roth zu beenden, werden diese arm hilfsbedürftigen Menschen nämlich ab Dienstag dann in der Wiege allen Roter Glücks, also in den Kerbezelten und Höfen, einquartiert werden können. Der Kerbe-Gemeinderat, nein, ich glaube sogar der richtige Gemeinderat, hat entschieden, dass 365 Tage im Jahr gemeinsames Feiern die Integration fördert und jeden Ausländer innerhalb kürzester Zeit in einen mustergültigen Deutschen verwandelt. Hier auf der Kerbe werden deutsche Tugenden gelehrt, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, also immer rechtzeitig ein neues Bier bestellen, bevor das alte Glas leer ist. Ordnung, das heißt Einhaltung der Sperrzeit, ohne dass jemand nochmal besonders darauf hingewiesen werden muss. Genauigkeit, zum Beispiel direkt neben dem Toilettenhäuschen ins Gebüsch pinkeln und nicht an die Mauer der Anwohner. Und natürlich das rasche, spielerische Erlernen der deutschen Sprache über klassisches deutsches Liedgut, das als Partyschlager in der Regel nur aus einem Satz als Text besteht, in dem die Worte Schatzi, Nackt oder Titten vorkommen und für die Erzielung des optimalen Lerneffekts mindestens 45 Mal wiederholt werden muss. Unabhängig davon soll es dieses Jahr auch richtig gemütlich werden. Die Hälfte der Straßenbeleuchtung bleibt abends nämlich aus. Und wer sich dann einmal im Zelt richtig eingerichtet hat, der findet sowieso nicht mehr heim. Und damit wird der Umsatz der Vereine deutlich gesteigert.
Und damit soll es jetzt endlich losgehen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein fröhliches Festwochenende und viel Spaß beim Feiern. Die Roter Kerwe lebe! Hoch! 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 Jetzt folgt die Ansprache der neuen Kerbebürgermeisterin. Liebes Kerbevolk, wie bereits erwähnt, komme ich vom Verein der Hundefreunde. Wenn man mit Hunden zu tun hat, reichen im Allgemeinen die Kommandos Komm, Sitz und Platz aus. Für die nächsten 2 Tage werden aber diese Befehle wohl nicht ausreichen. Auch nicht diese, wenn ich sage, bestellt, zahlt, trinkt aus und geht nach Haus. Und deshalb verlese ich jetzt die Kerbe-Paragraphen. Paragraph 1. Die Roter Straßenkerbe soll ein Ort des kulturellen und friedvollen Austausches werden. Streitereien, Diskriminierungen und Vorurteile sind zu unterlassen. Außer gegen St. Lena. Damit es nicht wie anderen Aufnahmelagern zu Streitereien verschiedener Kulturen, Ortschaften oder auch Ortsteilen kommt, hat das Kerwe-Gremium beschlossen, eine große Auswahl an Zelten mit verschiedenen kulinarischen Schwerpunkten zu treffen, von denen sie bitte reichlich Gebrauch machen dürfen. Es ist vor allem, das ist jetzt ganz wichtig, den Rüden unter den Kerwe-Besuchern untersagt, das Bein zu heben und Duftmarken an Häuserwände, Hofeinfahrten, Vorgärten oder Ähnliches zu setzen. Dass mir da keine Klagen kommen. Verheiratete Damen haben ihre Begleitung an der Leine zu führen. Ob diese lang oder kurz gehalten wird, bleibt den betreffenden Damen selber überlassen. Männer. Auch die verheirateten Männer haben eine Aufsichtspflicht gegenüber ihren angetrauten Leitbündinnen. Vor allem, wenn diese gerade läufig sind. So, kommen wir mal zum Finanziellen. Der Bund hat ja beschlossen, für jeden Flüchtling eine Prämie von 670 Euro zu zahlen. Daher will sich die Gemeindeverwaltung diesem großzügigen Angebot anschließen und hat daher am Dienstag in ganz geheimer Abstimmung beschlossen, den gleichen Betrag einem jeden Kerwe-Besucher zur Verfügung zu stellen. Das Geld kann jederzeit während der Kerwe zu den Öffnungszeiten des Rathauses beim Herrn Bürgermeister Dr. Eger abgeholt werden. Sollte es einem Besucher nicht gelingen, diesen Betrag während der Kerwe in seinem vollen Umfang auszuschöpfen, kommt der Rest dem Verein der Hundefreunde zugute. Und jetzt kommt noch das Wichtigste überhaupt, die Sperrzeiten sind einzuhalten. Darum bitte ich ganz dringend. Sie laufen wie folgt: am Samstag und am Sonntag, jeweils um 1 Uhr, eine Stunde nach Mitternacht, ist mit den Musikdarbietungen ein Ende. Und um 2 Uhr dann bitte Ausschankende. So, und jetzt wünsche ich allen Besuchern von nah und fern schöne Stunden auf der Roter Kerwe. Habt einfach eine gute Zeit und unterhaltet euch gut. Ich danke euch.
Kerwe 2015. Wir dürfen begrüßen den Bürgermeister Dr. Egger. Herr Egger, sagen Sie mal bitte den Zuschauern, wie schön es hier ist und was hier allgemein los ist. Ja, bei dem Wetter heute und das ganze Wochenende über natürlich besonders schön. Wir haben wieder unendlich viel Glück und man sieht ja auch, die Stimmung ist jetzt schon ganz toll. Die 37. Roter Straßenkerwe. Ich darf seit 1998 hier dabei sein als Bürgermeister. Durfte jetzt das Fass einstechen, hat zum Glück geklappt. Und ja, das Bier fließt und ich denke, die Besucherströme dann in Kürze auch. Wie groß ist die Roter Kerwe? Aber wir haben so ungefähr 30, 35 Stände. Es ist noch ein kleiner Vergnügungspark mit dabei, so ein paar Schausteller, auch so Geschäfte und auch ganz wichtig fürs örtliche Gewerbe. Morgen, also am Sonntag, ist immer ein verkaufsoffener Sonntag, der auch gern angenommen wird. Da haben die Geschäfte dann insgesamt hier in der Gemeinde offen. Vielen Dank. Und zu Besuch ist hier ganz glücklicherweise Herr Karl Klein, Landtagsabgeordneter. Herr Klein, ich darf Sie begrüßen. Wie finden Sie es hier? Sehr schön. St. John Roth ist ja für mich wie eine zweite Heimat. Ich komme immer sehr gerne zum St. Johner Straßenfest, aber natürlich auch zur Roter Straßenkerwe. Und bei dem herrlichen Wetter, was kann man sich da Schöneres wünschen? Gute Laune, gute Feststimmung. Also es gibt sicherlich über dieses Wochenende ein ganz, ganz tolles Fest. Das heißt also, diejenigen, die nicht da gewesen sind, haben etwas verpasst. Die haben was verpasst, aber ich nehme an, dass über die zwei Tage werden sich wohl alle Roder und alle St. Leoner auf dieser Kerbe entsprechend einfinden. Vielen herzlichen Dank für das Interview an Sie zwei. Ich wünsche Ihnen auch noch alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Viel Spaß. Und hier haben wir jetzt bei TV Überregional Waltraud Schneider, Kerbebürgermeisterin. Frau Schneider, wie ist Ihnen das Amt übergeben worden? Das war ein purer Zufall. Ich war ganz überrascht, dass mich die blaue und die gelbe Partei übereinstimmend gewählt haben und vorgeschlagen haben. Ich bin begeistert, also mir macht das Amt auf jeden Fall Spaß. Und was haben Sie jetzt vor? Ich habe jetzt vor, erstmal mir meinen Ehemann zu schnappen und einmal eine schöne Runde über die Kerwe zu laufen. Das heißt also, Sie gehen jetzt auch mit dem Kerbekomitee mit? Auf jeden Fall, wir werden uns gleich treffen. Frau Schneider, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Tschüss. Wenn ich mich ausziehe, komm ins Fenster. Ah. Oh. Ah. Interview. Sowieso, immer. Natürlich, ja, natürlich. Komm ich dann ins Fenster? Ja, dann ja. Also, jetzt zieh ich mal aus. Ja, wie versprochen. Und wie heißt du? Und die Frau, wo können die sich melden? Die Frau, PZN in Wiesloch. Bin der Horst. Alles klar. Jo, also, läuft bei euch, meldet euch bei mir. Jawohl. Armer Koi. Ihr macht ja die Jungs ganz schön glücklich hier. Es war nur ein Getränk. Nur ein kleiner geiler Frosch. Wie heißt das Getränk? Geiler Frosch. Okay, ich denke mal, dass die Zuschauer das auch zustimmen werden. Er hat gewirkt. Ja, das hat er. Hier auf der Roter Kerwe finden wir jetzt den tollen Stand Eichbaum von Crazy Dogs. Jetzt erzähl mir mal, wie glücklich sind deine Gäste? Super glücklich, weil mir für die alles gäbe. Das heißt also, das Verweilen ist gesichert? Ja, auf jeden Fall. Habt ihr Fassbier? Ja. Deshalb? Auch. Und was meinst du, wie viel Hektoliter wirst du heute Nacht verbrauchen? Ich hoffe, ich nicht so viel, aber die andere. Okay, dann grüß mal jetzt deine Fans, deine Freunde. Ich wünsche die ganze Welt alles Tolle. Und hoffentlich kommt ihr heute zu uns. Danke. Und wie heißt du? Ich bin Ralf. Alles klar. Ralf, viel Glück und viel Spaß noch. Danke, dir auch.
TV Überregional hat jetzt Uwe Steger, der ehemalige Bürgermeister von der Kerwe, vor sich stehen. Herr Uwe Steger, berichten Sie mal. Also die Roder Kerwe ist das höchste Fest in Rot. Ich muss dazu sagen, das ist eigentlich heilig. Jeder Bürger arbeitet montags normalerweise gar nicht. Und ich muss sagen, die Vereine investieren viel Zeit und auch viel Engagement für dieses Kerwefest, für die Straßenkerwe. Und ich muss sagen, das ist, wie gesagt, das heiligste Fest in Rot. Und ich muss sagen, das ist ein schönes Fest für nah und fern. Alle sind herzlich willkommen, kulinarisch. Es gibt alles zu bieten, Darbietungen, und es macht auch Spaß, hier auch für den Verein oder wo man ist, in welchem Verein zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, was schön ist hier. Das ist noch Tradition, weil man noch hier auf dem Land, auf dem Dorf wohnt. Und ich finde, es soll auch das beibehalten werden, dass das Fest weiterhin Bestand hat, auch die nächsten Jahre. Und ich finde es schön, hier die Leute geben sich Mühe, durch die Straßenspiegel, die Höfe. Es, wie gesagt, es gibt schönes Essen, es gibt alles, es gibt Umzug, man feiert zusammen, man hat sich alle lieb. Und es ist ein schönes Fest, und ich sage, hoch dreimal für die Roder Kerwe, haltet die Roder Kerwe hoch, ihr Roder, und einmal Roder, immer Roder. Danke für das Gespräch von TV Überregional, vielen Dank, wünscht euch Uwe Steger. Dankeschön. Entschuldigung, was halten Sie von der tollen Roder Kerwe? Viel. Ja? Ja. Wenn sie nicht so toll wäre, wäre ich nicht hier. Richtig. Und was haben Sie schon erlebt auf der Roder Kerwe? Noch gar nichts. Wir sind ja eben erst angekommen. Ja? Ja. Jetzt sind wir hier beim Förderverein vom FC. Erklären Sie mal bitte den Zuschauern, was Sie alles Schönes machen. Was wir machen? Was wir machen? Wir verkaufen Schweinebauch, neue Wein, Riesling und Weißburgunder. Weißherbst. Und wo genau sind wir? In St. Leon Roth, im Ortsteil Roth. Ortsteil. Bei welchem Verein? Beim FC. Fußballclub Roth. FC Roth. FC Roth. Fußballclub? Ja. Wie oft trainieren Sie in der Woche? Wir trainieren überhaupt nicht mehr. Wir sind sehr alt. Wir sind schon drüber draus. Aber der FC, die erste Mannschaft, trainiert zweimal die Woche. Dienstags und donnerstags. Und Sie haben jetzt aus eigenen Kräften hier einen tollen Stand aufgestellt. Alles Vereinsarbeit. Okay, das Zelt gehört auch dazu, rechts. Alles, was ich sehe, ist FC Roth. Alles, was man sieht hier, ist FC Roth. Alles ehrenamtliche Tätige. Dankeschön, tschüss, schönen Abend noch. Ja, gerne. Stellen Sie sich mal bitte vor. Mein Name ist Lang Gerhard. Udo Back. Michaela Mann. Okay. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Viel Spaß noch. Wir sind hier jetzt in dem wunderschönen DLRG-Zelt. Berichten Sie mal über Ihren Verein. Also mein Name ist Uwe Steger. Bin schon seit über 27 Jahren beim DLRG Roth. War jahrelang Jugendleiter. Habe das dann vor 2 Jahren in jüngere Hände abgegeben. War auch schon zweiter Vorstand. Und zwar, wir machen Kinderschwimmen im Hallenspaß in Roth. Und das mache ich gern für die Kinder. Und wir machen außer Schwimmen auch viele Freizeiten. Wir gehen in Skihütten, Schlittenfahrten, wir machen Weinwanderungen. Und zurzeit übe ich den Job aus als zweiter technischer Leiter. Und ich mache den Verein gerne, weil der Verein liegt mir am Herzen. Und wir haben mit einem kleinen Kontingent, was wir haben an Leute, immer wieder fertig gebracht, eine Roder Kerwe zusammenstellen. Und dann bin ich stolz drauf und muss sagen, Respekt, was wir leisten mit so einem kleinen Verein für die Roder Kerwe. Außerhalb von der Kerwe machen wir auch noch ein Vatertagsfest. Da stimmen wir auch mit super Leute. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz. An der Spitze natürlich in der Vorstandschaft der Richard Back. Zweiter, der Michael Gift. Die machen viel für diesen Verein. Auch außerum die Leute, die engagieren sich Wochen für Wochen und das ganze Jahr rum. Und da bin ich, kann ich sagen, als langjähriger DLRGler stolz drauf und werde immer stolz sein. Mein Herz liegt am DLRG und ich werde immer DLRGler bleiben und ich werde immer Roder sein. Was haltet ihr von der geilen Roder Kerwe? Saufe. Ist überragend! Perfekt, überragend. Saufen, super. Saufen. Also 100% der Grund? Nein. Geile Leute. Was? Geile Leute.
10% überragend. Ja, und was ist mit den Frauen? Ja, das ist mir eigentlich egal. Solange du alles okay ist. Ja, du siehst gut aus, hast doch keine? Nee, brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir nicht, kostet doch Geld, gell? Ja, natürlich. Okay. Viel Spaß noch. Gleichfalls. Ciao. Also ich bin Richard Back, erster Vorsitzender vom DLRG Rot. Du? Ich bin Uwe Steger, zweiter technischer Leiter vom DLRG Rot. Ja, mein Name ist Michael Göft. Ich bin der zweite Vorsitzende der DLRG Rot. Was machen Sie jetzt im DLRG, sodass die Eltern der Kinder das mitbekommen? Mein Kind schicke ich in den DLRG. Erzählen Sie mal. Also wir machen Schwimmausbildungen, Badespaß bei uns in St. Leon Roth. Mittwochs von 18 bis 20 Uhr. Von 18 bis 19 Uhr ist die Kindergruppe, wo wir Seepferdchen abnehmen. Das Jugendschwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold. Und ab 19 Uhr kommen die Jugendlichen bis Erwachsene und mit denen trainieren wir auf den Rettungsschwimmschein Bronze, Silber, Gold. Ja. Des Weiteren gibt es noch Aktivitäten unterm Jahr, wo wir die Skihütte besuchen im Schwarzwald oder Freizeitparks in der näheren Umgebung. Das heißt also, anstatt irgendwie ein Kind ohne Verein, Mitgliedschaft, das dann keinen Plan hat in ihrem Leben, sollte man lieber zu einem Verein schicken. Ist das richtig? Jetzt spreche ich mal Sie an. Das ist absolut richtig. Ich denke, das ist absolut der Weg überhaupt. Gell? Also die Kinder sollten nicht unbedingt natürlich daheim nur sitzen, Fernsehen schauen oder sonst irgendwelche Spiele machen am Computer, sondern ganz wichtig dabei, die Leute natürlich in die Schwimmbäder, in dem Fall bei uns in die Schwimmbäder zu schicken, wo sie dann natürlich auch trainiert werden. Und ganz wichtig dabei natürlich auch Spaß dabei zu haben. Und das ist, glaube ich, das überhaupt Spaß ist im Vordergrund zu sehen. Die soziale Aktivität und das Lernen im Leben ist das Wichtigste. Und deshalb spreche ich jetzt Sie an. Ich würde sagen, ich mache ja diesen, wenn man so sagen kann, einen Job aus Liebe, weil ich selber immer im sportlichen Leben war. Mir gefällt das und ich finde, heutzutage gibt es so viele andere Sachen außer Sport. Es gibt Computer, Playstation, wo nicht sein muss, das sage ich jetzt. Und ich denke, man muss Kinder fördern, auch im normalen Leben, also Schule, berufliche Bildung. Und auch, dass sie einen Ausgleich haben, man macht Schwimmen, man geht Freizeit machen, wie schon unser Vorstand gesagt hat, oder mein zweiter Vorstand gesagt hat. Und ich finde, man muss Kinder da hochheben und ich mache das aus Spaß, nicht ums Geld verdienen. Und ich muss sagen, deswegen mache ich es gerne. Und der DLRG Rot ist mein Verein. Ich werde Rot, DLRG, immer treu bleiben bis mein Lebensende. Deswegen bleiben mir alle drei DLRGler, wie es gehört. Deswegen für Kinder ist es wichtig, nicht nur PlayStation, Handy, was heutzutage gibt, ich selber. Ich habe heute noch kein Handy und da bin ich stolz drauf. Dankeschön für das Gespräch. Okay, wo können sich jetzt die interessierten Leute melden? Die können sich melden bei mir, also Richard Back, in Rot. Oder wenn sie mittwochs zur Schwimmhalle kommen, ab 18 Uhr sind unsere Trainer vor Ort. Und dort können sie das Ganze anschauen, können dort sprechen mit unseren Trainern. Und können dann entscheiden, ob sie ihre Kinder dann bei uns lassen, uns anvertrauen und Mitgliedschaft im Jahr kostet? Das kostet 24. 24 Euro. Leben retten, lernen kostet nur 2 Euro im Monat. Richtig, so kann man es ausdrücken, ja. Okay. Vielen herzlichen Dank für das Video. Danke für TV Überregional. Von mir, Uwe Steger, von Richard Back und von Michael Göft. Danke für das Gespräch. Danke auch. Was halten Sie von der Roten Kerbe? Das ist halt das Beste. Ja. Was haben Sie heute schon erlebt? Nicht viel. Wir sind ja erst gekommen. Und jetzt geht's erst los? Ja, natürlich. In welche Himmelsrichtung? Einmal davor ins DLRG-Zelt, das beste Zelt auf der Kerbe.
Meine lieben, verehrten Zuschauer von TV Übergenal, gerade eben waren wir beim DLRG und haben eine Sonderberichterstattung gemacht über die tollen Leistungen von DLRG. Und er sagt... Natürlich ist DLRG. Natürlich. Ja. Warum? Weil wir ab 10 Uhr Dienst haben und weil wir mit dazugehören, deswegen. Wir sind von dem Verein, deswegen. Okay, dann habe ich jetzt zufälligerweise Vereinsmitglieder getroffen. Alles klar? Gut, aber es passt hier, oder? Alles am besten. Beste. Das Wetter gut, trinke gut. Also kann man hier bleiben. Klasse. Weiter so, viel Spaß. Na, tschüss. Ich habe jetzt gut gegessen, wirklich toll gegessen. Und ich bin satt und ich komme nächstes Jahr wieder. Ich komme extra aus Bayern. Aus Bayern hierher. Ich bin nicht im Oktoberfest, sondern ich bin in St. Leon Roth. Also das ist hier wie ein Oktoberfest in München? Es ist fast so ähnlich. Ja. Fast wie in München. Das ist traumhaft, ja. Jeder ist freundlich und ich habe nur positive Sachen bis jetzt kennengelernt. Ist ja klasse. Ich komme nächstes Jahr wieder. Ja? Ja. Und Ihre Freundin? Ja, der gefällt es auch ausnehmend gut. Erzählen Sie mal bitte, wie gefällt es Ihnen hier auf der Roder Kerbe? Gefällt sehr wunderbar. Ich habe meinen Mann kennengelernt vor 35 Jahren. Vor 35 Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt. Herrlich, herrlich. Sind wir jedes Jahr hier. Auf der Roder Kerbe? Ja, wir haben hier gebaut. Ich komme aus Oberschlesien. Oh. Und deswegen der Roder Kerbe? Ja, habe ich mein Herz verloren. Weil Sie haben hier Ihren Mann kennengelernt, also haben Sie auch hier Ihr Leben gefunden. Ja, gekriegt und alles, ja. Wahnsinn. Das ist schön, das zu hören. Ja. Dankeschön für das Interview, danke. Gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ja, wollen Sie Ihre Bekannte oder Freunde grüßen? Gerne, mein Sohn und meinen Lebenspartner möchte ich grüßen. Ja, und wen möchten Sie grüßen? Meine Tochter, mein Mann, der lebt nicht mehr. Meine Tochter. Alles klar. Und meine Enkelin, 3 Stück habe ich. Alles klar. Vielleicht. Julia, eine Jessica und ein Janik. Gut. Ciao. 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 Tschüss, danke. Welchem Fahrgeschäft gehören Sie? König der Löwen. Die Kinder sind glücklich, oder? Seid ihr glücklich? Ja. Und der Papa macht noch weitere Fahrgeschäfte? Ja, definitiv. Die Faszination mit den Enten, gell? Und die Kinder Augen, die strahlen, oder? Ich weiß nicht, wer mehr strahlt, ob der Papa oder die Tochter. Ja? Wenn er die Tochter sieht, dann ja, ja, ja. So ist es genau, wenn man sieht, dass die Tochter strahlt, dann... Deswegen sind wir ja auch da, oder? Damit die Kinder ihren Spaß haben. Und wie ist es bei Ihnen genauso? Ich sage dazu nicht, das gilt nur leer. Das ist die andere Seite. Aber die Kinder Augen strahlen. Das ist wichtig, genau. Es geht los, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die St. Leoner Roder Kerbe hat hier ihre Hauptattraktion. Je nachdem, wie man es befinden will. Für andere ist es natürlich irgendein Bierstand oder DLRG. Aber für die Jugendlichen ist es hier die Krake. Und mit mehreren Gs Geschwindigkeit und unheimlicher Fliehkraft hat man das Gefühl, natürlich etwas zu erleben,
was man im Alltäglichen nicht erleben kann. Also, Mamma mia, gehen die ab hier. Natürlich ohne Alkohol, wenn es geht, ja. Schon hat man als Zuschauer irgendwelche Brocken im Gesicht hängen. Das ist das Ziel der Kinder hier, oder? Jawohl. Das, die Kinder wollen sich das ganze Jahr auf die St. Leona Rot käme, um die Polyp wieder zu sehen, Polyp wieder zu fahren. Die Riesenfrage. Und wenn man das ganze Jahr darüber spricht zu Hause, bald ist wieder Kerbe, dann ist das Thema Nummer 1 hier, oder? Jawohl. St. Leona Rot Kerbe ist einfach... bombastisch. Wir freuen uns das ganze Jahr immer wieder hierher kommen zu dürfen, um die Kinder in die lachenden Augen zu gucken. Es ist einfach immer schön. Und welchen tollen Veranstalter darf ich jetzt hier begrüßen? Die Firma Helmut Landgräbe Junior aus Worms. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, viel Erfolg. Vielen Dank. Wie erfolgreich ist es hier? Ich komme schon über 15 Jahre hierher, okay. Und die Rote Kerbe ist im Umkreis eine von den sehr, sehr guten. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Toll. Gell? Gut, gut. Ja? Und was habt ihr heute schon erlebt? Ja, wir sind jetzt erst angekommen und dann jetzt erstmal schießen. Und was geht jetzt noch ab? Keine Ahnung. Einfach mal hierher gekommen, planlos und gucken, was geht. Ja, genau. Freunde treffen, Spaß haben. Ja. Ja. Und fahrt ihr auch die Krake dahin? Nee. Schon zu alt. Hä? Zu alt? Okay, ich bin uralt. Und fährst du die Krake? Ja. Ja? Später mal dann. Wenn du willst, schau mal in die Kamera. Ja. Ja? Ja. Willst du auch deine Freunde grüßen? Nee, das meine Frage. Deine Freunde grüßen, Facebook posten und so, ne? Nee. Nee. Willst du jemanden grüßen? Nee. Nein. Ich unterschätze die Jugend von heute. Okay, danke. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja, ich bin schon immer zufrieden mit Frohsinn Rot. Ich bin auch schon seit einigen Jahren Mitglied und es ist nicht nur an Kerbe was los, sondern auch unter der Woche in der Singstunde. Es ist eine sehr gute Gemeinschaft und jeder hat Spaß am Singen. Und das merkt man auch hier an der Kerbe, dass die Leute so gern zu uns kommen. Also singen macht frei, alle miteinander zum Frohsinn Rot. Genau. Wer singen will bei uns, wir haben jeden Mittwoch um 19 Uhr Singstunde vom Männerchor und um 20.30 Uhr Singstunde vom Frauenchor. Und wie heißt du? Benjamin Heinzmann. Danke, Herr Heinzmann. Vielen Dank. Bitte schön. Also wir versuchen, die Kunden, die Gäste, wo hier im Zelt reinkommen, zufriedenzustellen. Wir bieten hier ein altes Original in der Kerbe, Dampfnudeln mit Weinsauce, Sängersteak mit Zwiebel. Und unser Motto ist eines, wo man singt, da lasst sich Lieder. Böse Menschen singen keine Lieder. Deswegen ist ja auch hier selten ein ernstes Gesicht zu sehen.
Und wenn ein ernstes Gesicht zu sehen ist, dann versuchen wir es zu einem Lachen zu bringen. Das ist meine Aufgabe und die Aufgabe vom ersten Vorstand. Sein Name ist Michael Pissot und ich übergebe ihm jetzt das Mikrofon. Mein Name ist Michael Pissot und ich bin Vorsitzender vom Frohs in Rot, der hier dieses Jahr die Kerbe hier veranstaltet in diesen Räumlichkeiten. Wir haben diese Veranstaltung jedes Jahr, aber wir haben nicht nur diese Veranstaltung, sondern wir haben auch weitere große Ereignisse, wie zum Beispiel Fasching im Harres hier in Rot, das wir veranstalten und wo wir auch mit unseren Mitgliedern und auch mit unserer Tanzgarde jedes Jahr vertreten sind und auch bei den Programmen an Fasching mitwirken. Sei es durch Büttenreden oder sei es durch Tanzaufführungen. Wir sind natürlich interessiert auch an neuen Mitgliedern, ganz klar. Und wir haben unsere Veranstaltungen mittwochs abends in unserem eigenen Vereinslokal, Gasthaus zur Sonne in Rot. Die Singstunden der Männer sind um 19 Uhr, der Frauen um 20.30 Uhr. Und wir würden uns jederzeit freuen über neue Mitglieder. Wir haben dieses Jahr eine große Veranstaltung auch durchgeführt mit einem Projektchor, wo wir am 25. Oktober ein großes Konzert hier veranstalten als Abschluss dieses Projektchores. Ein weiterer Höhepunkt zum Abschluss dieses Projektchores war im Juni eine Schottlandreise mit 85 Leuten, was sehr gut bei den Mitgliedern ankam. Und unsere Mitgliedschaft ist sehr preisgünstig. Wir haben einen Mitgliedsbeitrag im Jahr von 15 Euro und ich denke, das ist für jeden machbar. Vom Vereinsvorsitzenden ist 06227 53257. Da meldet sich dann die Mauritius-Apotheke, weil der Vereinsvorsitzende gleichzeitig der Apotheker am Ort ist. Dieser Film wird unterstützt durch Stuhl 24 in Wiesloch. Stuhl 24 für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Foodies in Ladenburg. Ihre Werbung bei TV Überregional dauerhaft allen Bürgern zeigen.